Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Ich muss jetzt gerade auch mal gucken, weil vorhin habe ich gesehen, dass Schoßhund ein neues Item gefunden hat. Hyperheiler hat er gefunden, sehr gut. Wir haben jetzt beim letzten Video haben wir erfolgreich Dickmann gefangen und ein neues Teammitglied bekommen. Ach. Jetzt kommt es angekrochen. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ich sage euch, das Vieh ist so geil. Das ist so fett. Da komme ich bestimmt überall durch. Ich muss jetzt aber erstmal ganz unbedingt meine Pokémon heilen. Hallo, Mr. Joy. Hi, Yoshi. Alles gut? Ja, natürlich. Ich hab jetzt endlich Bakuhita gefangen. Oh, das ist aber schön für dich. Dankeschön, danke. Sie sind echt nett. Viel netter als die in Blütenburg City. Na dann, ciao. Halt mal. Ich sehe jetzt auch gerade, ein paar könnte man doch ablegen. Die Saw-Puppe brauche ich nicht. Den Rest können wir mal lassen. Und ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich habe noch ein Sonderbonbon. Das gebe ich doch mal meinem Dickmann. Weil sonst muss ich wieder zu viel trainieren. Zwei Stück habe ich. Einen kann ich ihm ja geben. Dickmann reicht Level 12. Nee, den Rest heben wir noch auf. Ich schiebe jetzt mal kurz durch hier. Und jetzt gehen wir mal in die Arena Nummer 2. Wünsch mir Glück. Durch. Ach du Scheiße, das ist noch so dunkel hier. Aber egal, das schaffen wir schon. Na, da geht's noch raus. So, und da ist nix. Also müssen wir nach rechts. Oh, da geht's ab, los. Du forderst mich heraus, da wundere ich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Ich um Wein. Meine Tränen wirst du niemals sehen. Haha. Kämpferin Laura. Medite. Schaut so aus wie so ein Sektenführer irgendwie, keine Ahnung. Luchi, spiel das Vieh weg. Das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Eins mach noch. Jawohl. Und weg ist das Vieh. Und Luigi erreicht Level 16. Kämpferin Laura wurde besiegt. Was? Ich habe verloren. Boah, bist du eine Memme, ey. Hey, Luigi entwickelt sich. Geil! Luigi entwickelt sich. Juhu! Ja, geil, geil, geil. Luigi, du wirst jetzt noch viel größer und stärker. Yeah! Luigi! Dein Luigi wurde zu Morabel. Boah. Boah, was ist das denn? Das schaut ja witzig aus. Schaut ja geil aus. Ja, ein noch größerer Lurch versucht Lebensschuss zu erlernen. Geil. Klar lerne ich das ihm. Lebensschelle kommt weg. Bringt mir eh nix. Schaut euch das Teil an. Alter, Lebensschuss. Schaut euch das Teil an. Ist das geil. So der. Ey, sorry, aber ich muss mir das Teil nochmal ansehen. Ich muss mir das nochmal ansehen. Das schaut aus wie so ein Punk irgendwie. Das schaut aus wie so ein Punk. Das schaut echt geil aus. Irgendwie. Naja. Also du hast erstmal genug gekämpft. Jetzt lass mal Dickmann ein bisschen kämpfen. Und weiter geht's. Na? Da geht's weiter. Die macht bestimmt alles. Komm schon.
Gerade habe ich jetzt vergessen gehabt, wie viele Minuten ich noch habe. Ich weiß es nicht. Einfach Hallo. Los, Dickmann. Schauen wir mal, was du kannst. Tackle, Armstoß und Energiefokus. Oh, weit. Ich glaube, da hat er schlechte Karten. Nehmen wir Lady Gaga. Wir sehen mit Tackle und Armstoß zieht nicht viel ab. Aber Cholo zieht Enden. Ha 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 ha. Ah, Fußkick. Haha. Und weg ist es. Nicht genug Macht. Ja, was habe ich dir gesagt? Ich merke schon, langsam wird's heller. Erst auf dem Heimweg wird's hell. Und da ist die nächste. Man muss doch Camillo nicht so mit so nichtigen belästigen. Ich mach dich fertig. Das war jetzt ein kleiner Versprecher, aber egal. Kämpferin Tamara mit Ditje. Los, Dickmann! Oh, das ist, glaube ich, Kampfpsycho. Da hat er auch schlechte Karten. Da kann nur Putzi helfen. Angriff steigt. Aber nicht mehr lange. Flügelschlag. Boah, geil, es ist weg. Ein Schlag und es war weg. Sehr gut. Noch ein Medici. Da lassen wir mal Putzi drin. Los, Flügelschlag. Und noch eins. Und ein Macholo. Putzi, ich lass dich drin. Aber nur, wenn du ganz brav bist und dieses Viech besiegst. Brav, Putzi. Ich bin stolz auf dich. So geht das. Putzi erreicht Level 15. Kämpferin Tamara besiegt. Aber wie konnte ich nur so schnell verlieren? Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich es dir gerne sagen. So, da ist Camillo. Ich sehe jetzt auch gerade, wie der Schoßhund hat wieder was gefunden. Wow, heute hat er mal einen guten Tag. Wieder ein Hyperheiler. Ich tue jetzt mal Lady Gaga vor und gib dir mal eine Sindelbeere. Und Butzi gebe ich auch eine Sindelbeere. Na, ansehen will ich es nicht. Ich will es ihm auch geben. Okay, und da ist jetzt Camillo. Und bevor wir gegen ihn kämpfen, machen wir jetzt wieder hier erstmal einen Cut. Also bis später, Leute. Ciao.